Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe euch erwartet. Eigentlich habe ich euch nicht erwartet. Ich würde es doch niemals erwarten. Heute schon, Tag 10. Ja, supi, ein Drittel des Spiels ist rum. Gucken wir mal, wann wir hier sterben werden, Opfer sterben werden, ob ich mich scannen lassen werde oder sonst irgendein Geschwafel. Ich renne mal wieder verzweifelt durch die Gegend, bis mir jemand einen Tooltip gibt, wo ich denn noch hinrennen muss. Moment, Oh, da kommt wieder was hoch. Menno. Ich renne mal direkt wieder in den oberen Bereich rein. Das wäre, glaube ich, das Beste. Ich sehe voll bescheuert aus mit den vielen Lichtern hier, ne? Ich gebe dem Spiel so eine Chance. Es... Hier, die Plus-Taste. Es geht nicht lauter. Ich halte drauf. Lauter geht das Spiel nicht. Ja? Das ist krank. Das ist so fucking... Ich habe eine Verstärkung reingemacht, damit einfach ein Jumpscare mich wenigstens von der Lautstärke her scared. Also beim letzten Mal, weiß ich, habe ich echt Pech gehabt. Das war eigentlich ein richtig guter Jumpscare, aber so doof wie ich bin, ging der wieder voll an mir vorbei. Wo muss ich denn jetzt hin, um mich scannen zu lassen, liebe Laien? Das wäre schön, wenn du am Anfang so eine Karte kriegst. Oder der sagt das von Anfang an. Mir ist der Strom nicht ausgefallen. Ich kann da mal zum Fernseher gehen und nachgucken. Könnte man tun. Mir ist übrigens warm geworden, deswegen habe ich die... Ich habe hier ausgezogen, die liegt hier. Vielleicht ziehe ich die mal wieder an, ne? Aus Coolheitsgründen. Eigentlich war mir wirklich nur viel zu kalt. Jetzt ist mir viel zu warm. Ich mache echt Faxen, ne? Mach das zu warm. Zu kalt, mach das zu warm. Du hast uns doch ein Schloss geschenkt. Kennt da doch einer. Wie hieß der? Der kleine Prinz? Weiß ich nicht. Nee. Irgendwas anderes. Das war, glaube ich, eine Sendung auf Kika, als ich ganz klein war. Oh, wie hieß der? Boah, Alter, wie hieß der? Das kann ich doch nicht vergessen. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist schon eine Kultserie, Junge. Wie hieß das Ding? Der kleine Prinz? Nee, nicht der kleine Prinz. Warum komme ich auf Pumuckl? Das ist nicht Pumuckl. Bin ich bescheuert? Aber das ist voll bescheuert. Das ist doch nicht Pumuckl. Was ist das denn für ein Bär? Der ist ja voll ausgefranst. Soll das hier mal ein Bär gewesen sein? Ausgefranst ein Stück. Ah. Hier scheint nichts zu sein. Trotzdem gucke ich mich hier irgendwie ein Verzweifelter. Das sah aus, als wäre das Ding umgekippt. Aber egal. Ich gucke mich gerade hier drin sehr gründlich um. Vielleicht lag hier ein Schlüssel, so wie beim letzten Mal. Scheint aber nicht so zu sein. So, da ist wieder die leuchtende Pflanze. Hier irgendwas drin? Ich renne ja echt verzweifelt rum, so an den Schlüssel, ne? So, ich glaube, ich muss einfach wieder in jeden Raum einmal reinstürmen. Dann kriege ich das schon hin. Bis auf, ich kriege einen Tooltip gesagt. Ich sehe nichts, ne? Das ist... Moment mal. Kann ich hier Optionen, Helligkeit? Das... Ich sehe immer noch nichts. Ja, super. Helligkeit. Maximum. Klopp rein. Ich sehe immer noch nichts. Muss ja für das Spiel neu starten. Ich sehe echt maximal gar nichts. Ohne Licht bin ich total aufgeschmissen hier drin. Aber warum nicht, ne? Lass mich noch von da ins Auge leuchten und von hier ins Auge leuchten. Das wird bestimmt helfen. Oh, du siehst so schön aus. So wunderschön. Könnt ihr gleich auf die Haare pupen. Auf die Haare pupen? Hier ist nichts. Jetzt habe ich mich erschrocken. Mein Gott, war das laut, Alter. Was denn jetzt? Ah, the evil within. Ja, ich verliere wieder Leben. Entschuldigung, dass ich mich umsehe. Ich mache gar nichts mehr. Ach, da ist ja der Schlüssel. Er kam da rausgesprudelt. Ja, schön scheiße. Geh mal wieder nach oben, ne? Das hat mich jetzt echt mal gescared. Aber wegen der Lautstärke, das war krank laut. Ich mach gerade eine Redenspause. Und dann geht's wieder los. Ja, sicher. Alter, das könnte ein Softporn in Japan sein. Oder ein Hardcore-Porn. Je nachdem, welche Zuschauermenge du ansprichst, ne? Die haben ja fast alles als Pornos. Nichts Schlechtes über Japan. Aber die haben noch ein paar interessante Sachen da oben, ne? Was heißt da oben? Ja gut, wenn du die Karte von links nach rechts, die Weltkarte, als oben bezeichnest. Gibt's hier irgendwie was? Muss irgendwas sein. Gibt's hier eine Lampe? Ich will hier nicht die ganze Zeit mit meiner Taschenlampe rumrennen. Denn ansonsten sehe ich hier ja nix. Achso, ich guck mir auch noch um, ey. Ach, da ist der Schlüssel. Hi. So, Taschenlampe soll ich hier... Nee. Das ist schon mal da, oder? Wenn ich mal hier hin muss, kann ich mir die später holen. Dann benutze ich die wenigstens komplett. So, jetzt habe ich wieder einen Schlüssel. Der war, glaube ich, bestimmt für die untere Etage oder sowas, ne? Rennen wir mal gerade dahin. Hier oben war alles offen. Ja, hier ist jetzt alles offen, oder? Jo. Wenn ich noch eine extra Tür oder sowas? Die war dann jetzt tatsächlich unten. So, hallo! Ich bin hier, um meinen Pimmel zu zeigen. Jemand, der den sehen will? Nein? Ja, habt ihr Pech gehabt. So, ich gucke jetzt gerade mal. Immer noch keiner da?
Ich erwarte einen Jumpscare. Ist immer noch nichts. Vielleicht kann ich jetzt hier rein. Das wäre ja super. Ey, ich kann immer noch nicht rein. Toll, jetzt darf ich wieder die Tür finden. Wahrscheinlich habe ich die entscheidende Tür wieder verpasst. So schlau wie ich bin. Vielleicht, wo gibt es noch eine Tür? Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Wir machen mal keine Faxen hier. Oh Mann, ey. So, wo waren noch verschlossene Türen? Hier, die waren alle offen. Hier irgendwo ein Sonnendingens war noch eine verschlossene. Aber nicht in der oberen Etage, oder? Ne, hier ist nämlich jetzt Startgedönse. Da ging es nach oben, okay. Renne ich mal wieder nach unten. Achso, ich wollte gerade gucken, was die Statue da macht. Aber die Statue ist immer noch da. Mittlerweile habe ich gar nichts mehr zu labern. Guckt der jetzt so woanders hin? Ne, hier guckt immer noch an denselben Punkt. Schade, dass der Postbote nicht mehr kommt, ne? Schon seit 2-3 Tagen hier drin, Post immer noch nicht hier angekommen. Schade aber auch. Schade aber auch. So, das war die Tür. Ja, ist aber immer noch zu. Wo war noch? Im oberen Bereich war noch eine. Muss ich auch wieder nach oben gehen. Hast du hier irgendwas gemacht? Nö, du guckst immer nur so creepy rein, wie du halt die ganze Zeit machst. Wenn die Maske sich nicht bewegt, dann bin ich echt enttäuscht. Das ist die Maske, die mir von Anfang an die ganze Zeit in mein Herz geguckt hat. In meine Seele. In andere Dinge. Moment, wo muss ich jetzt lang? Da muss ich nicht lang. Ich renn mal hier lang. Mit meiner fast aufgebrauchten Taschenlampe. Und gucke mal, was hier oben ist. Vielleicht da ein paar coole Sachen. Hallo! Senorita! Boncharita, weiß ich nicht, was das heißt. Aber irgendwie was. Ist hier jemand drin, der mich scannen will? Ich sollte nicht so schnell in Räume reinrennen. Aber das ist eigentlich sowieso egal. Bis jetzt ist uns ja eh noch nichts nachgelaufen, was uns in dem Sinne scannen wollte. Da war nichts. Wollte nicht wieder hinlaufen. Guck mal, Steffi, da freust du dich ja richtig, ne? Komm, sag mir, dass du dich freust. Ich renne hier rum, ohne die ganze Zeit in dieselben Räume reinzurennen. Oder zumindest zigtausendmal dieselben Räume hier rauszuholen. Das ist auch der Grund, warum ich direkt weniger labere, ne? Weil ich mich ein bisschen konzentriere. Das ist schon schwierig, so viel zu labern, wie ich das hier tue. Was ist denn gerade für ein Geräusch? Achso, vielleicht kann ich jetzt hier lang. Nee, hey, hier waren wir noch schon. Ah, nee, die verschlossene Tür haben wir ja gerade schon aufgemacht. Hä? Vielleicht ist das die unten beim Clown, die da ins Nebenzimmer führt? Soll ich mal nachgucken? Ja, jetzt bleibt mir anderes übrig, ne? Ich laufe mal hin. Ich laufe mal hin. Lieber Clowny. Lieber Clowny. Ich habe das Gefühl, dass in den Türen öffnen mittlerweile noch ein anderer Sound drin ist. Moment, der Clowny war hier. Taschenlampe geht bald aus. Aber ich kann ja nachwechseln. Das habe ich gerade sogar im Schädel. Das gibt's doch gar nicht. Das nächste Mal klopfe ich. Entschuldigung. Warst du das? Du grinst ja jetzt, du Schwul. Achso, die Taschenlampe ist leer. Hast du früher auch schon so komisch gegrinst? Alter, musst du dir jetzt hier einen keulen? Den Typen geht ja voll einer ab hier. Ja, schön für dich. Hier sind Kinder anwesend. Du Sau. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Du öffnest einfach eine Tür. Und du denkst dir, okay. Warum auch nicht, ne? Das heißt, ich scheine hier richtig zu sein. Okay, ja. Hi. Was ist denn hier drin? Schicke Kobra-Statuen auf jeden Fall. Ich probiere mal die Lichter anzumachen, aber das bringt ja alles nichts. Irgendwas hier? Muss ich mal ganz vorsichtig umschauen, dass ich auch nichts vergesse. Da, was im Wäschekorb? Nö. Hi. Da ist ein Kopf. Oh, schicke Ponys. Ah, da ist ein Schlüssel. Versteht was? Nö. Alter, hier gibt es so viele Bereiche, ne? Das ist krank. Oh ja, das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Guckt jetzt die Statue anders? Dingensch hat gesagt, die Statue bewegt sich ab und zu. Jetzt guckt sie wieder geradeaus. Ich meine, er hat gesagt, wenn man lang genug vorne drin steht, bewegt sie sich irgendwann. Also wenn man lang genug vor der steht. Wir haben jetzt keine Lust so. Oder wenn man von ganz weit weg halt auf die drauf guckt oder sowas, dann siehst du halt, wie sich der Kopf bewegt. Aber ich sehe hier nichts. Bei mir ist da hinten alles pechschwarz. Ich könnte das nie sehen. Ich müsste die Helligkeit so hochkloppen, das wäre abnormal. So, ist hier irgendwie was an offenen Türen oder ist hier wieder alles verschlossen, wie sonst auch immer? Ah, hier geht's nach oben, das ist ja super. Freue mich richtig. Hi, bist du Cäsar? So ein Schlüssel, ja super. Hatte ich mir schon gedacht. Wir gehen hier ab. Junge, hier schmeißt die Sachen um, Mann! Ninjas könnt ihr damit nicht werden!
Die Öko-Ninjas. Ach, guck mal, da ist die Notiz. Guck mich gerade mal um hier. Nö, ist schon nix. Hier was? Nö. Ende. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber. In der Abstellkammer? Nein, bestimmt nicht. Ich denke mal, ich muss dahin labern, damit ihr mich hört. Ja, das war's mit Tag 10. Ein Drittel ist rum. Liebe Freunde, ich probiere es nochmal. Ne? Ich fordere jedes Mal den Jumpscare hier raus. Fang jetzt an. Nutzt deine Chance. Wenn ihr mehr Hintergrundwissen von mir sehen wollt oder wissen wollt, von wegen lustige Schnittszenen aus alten Videos, Zusammenschnitte und was weiß ich alles, Nebeninfos zu mir, Stundenpläne, was in der ganzen... Alter, das ist ja schlimm hier. Was in der ganzen Woche kommt... Und so Käse, ne? Ich kann ja auch mal ins Mikrofon reden. Dann ladet mich auf meiner Facebook-Fanpage ein. Und, oder was heißt ladet mich ein? Like meine Facebook-Fanpage und abonniert sie, damit ihr den ganzen Zeug, da das ganze Zeugs miterleben könnt. Ich gucke die ganze Zeit dahin, ob mich das Ding blendet. Ah, das los! Ah. Okay, nein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Habt einen geschmeidigen Tag. Jumpscare. Und bis dann. Ciao. 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 Ach, vergiss es. Jetzt warte ich auch noch extra lange. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.